So, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und ihr seht, ich habe ein Blatt in der Hand und immer wenn ich ein Blatt hier in der Hand habe, geht es meist um einen Zuschauerkommentar und heute geht es nochmal um Distributionstage. Da habe ich etliche Fragen dazu bekommen und deswegen schauen wir uns das Thema heute nochmal ein bisschen genauer an. Also eins gleich vorneweg, ich versuche ja immer so viel wie möglich deutsche Namen zu nehmen und deswegen ist mir aufgefallen, ich habe das Video beim letzten Mal Distribution Days genannt, deswegen es heißt Distributionstage. Gut, das macht es jetzt nicht sonderlich einfacher, Distribution, Umverteilung, okay, aber ich glaube, das tut jetzt nichts zur Sache, aber wenn ihr sowas seht, ne, weist mich darauf hin, ich versuche wirklich das, was geht, deutsch zu sagen. Wir werden jetzt aber nicht sagen, bei Long und Short, wir sind lang und kurz, also, sondern nur bei den Dingen, wo es sinnvoll ist. So, pass auf, ich lese euch ganz kurz, oder wir blenden es auch hier nochmal ein, diesen Kommentar, und zwar, hallo Jens, wie viele Distributionstage geben einen wahrscheinlichen Hinweis, zählender Distributionstag in Folge, bedeutet ein folgender Distributionstag, es muss zum vorherigen Distributionstag mindestens 0,2 gefallen und höheres Volumen sein, löscht ein zwischenzeitliches Hoch die Distributionstage auf, auch wenn kürzer als 25 Tage, eine genauere Fortsetzung wäre toll. Liebe Grüße. Erstmal liebe Grüße zurück, ich freue mich immer super, wenn ihr Dinge kommentiert, und weil das zeigt mir, dass euch das Thema interessiert, das ist immer super. Und ja, dann gehen wir es einfach mal durch, die ganzen Fragen, die wir also hier bekommen haben. Wiederholen wir am Anfang nochmal ganz kurz, vielleicht auch für die, die das Ganze zum ersten Mal jetzt sehen, was ist ein Distributionstag? Die Distributionstage sollen kennzeichnen, wann große institutionelle Anleger verkaufen. Und wenn große institutionelle Anleger verkaufen, dann müssen sie das, können sie das ja nicht in einem Tag tun. Also ein großer Fonds kann nicht eine Aktienposition oder viele Aktienpositionen innerhalb eines Tages leer machen. Der würde seine Preise runterdrücken, sondern der muss das über mehrere Tage verteilen. Nichtsdestotrotz, wenn die Jungs auf die Taste drücken und sagen, los, jetzt verkaufen wir ein paar Millionen Aktien, dann schlägt sich das in der Regel in zwei Dinge nieder. Nummer eins, der Index, also wir schauen uns das meist im Index an, ihr seht das aber auch, könnt ihr mal im Video nochmal einschauen, da haben wir das mal mit Apple gezeigt, da könnt ihr nochmal schauen, es muss mindestens ein Verlust gegenüber dem Vortag von minus 0,2% sein. So, minus 0,2% zum Vortag. Und zwar, das ist jetzt ganz wichtig, egal ob dieser Vortag selber ein Distributionstag war oder ob es keiner war, das spielt keine Rolle. Es muss ein Tagesverlust sein von minus 0,2% oder mehr. So, nächster Punkt, ganz wichtig, wir müssen steigendes Volumen sehen. Und zwar auch hier wieder zum Vortag. Das heißt also auch hier, wenn der Vortag kein Distributionstag war, wenn wir mindestens diesen Verlust sehen und steigendes Volumen, zählen wir das als Distributionstag. So, und jetzt ist die Frage, was passiert denn eigentlich so richtig, wenn wir sowas sehen, was müssen wir jetzt machen? Also, wenn ihr jetzt so einen Distributionstag beobachtet, dann ist es natürlich nicht so, dass ihr dann sofort alles verkaufen müsst, denn solche Verkaufsaktivitäten von Institutionellen, die können ja immer mal wieder auftreten. Das heißt noch nicht, dass sie, dass wenn mal ein, zwei solche Tage kommen, dass man dann sofort verkaufen muss. Aber wenn ihr eben seht, dass diese Distributionstage gehäuft auftreten, und deswegen ist es so wichtig, dass ihr das euch jeden Tag anschaut. Wenn ihr also merkt, Mensch, wir sehen im Nasdaq welche, wir sehen im S&P welche, und wir sehen jetzt das in vielen, vielen Tagen hintereinander. Da werden immer mal Tage sein, wo das unterbrochen ist. Es ist also sehr selten, dass man jetzt drei Tage hintereinander sieht, die so sind. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Stellt euch vor, was heißt denn Distribution? Mal ganz klein gemacht, Distribution muss ja so sein, wir haben eine lange Aktienmarktphase gesehen, wo es nach oben geht. Dann müssen wir das Ganze hier oben verteilen und dann darf es nach unten gehen. Das geht nicht so, sondern ihr wisst, das geht so hier irgendwie. Aber wir brauchen hier oben eine etwas längere Phase über mehrere Wochen, wo man die Aktien, die man hier unten irgendwo billig gekauft hat, hier oben verteilen kann. So, und jetzt ist es einfach so, dass wir hier gar nicht mehrere solcher Distributionstage hintereinander sehen können, weil, stellt euch Folgendes vor, wir sehen hier Distributionstag, minus 0,2% oder mehr, steigendes Volumen, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder. Wenn das jetzt passiert,
dann müssen die Institutionellen irgendwann mal aufhören und das Ganze wieder hochschieben. Gell? Weil je mehr es vom Hoch wegkommt, umso weniger sind die Leute bereit zu kaufen. Und deswegen wird Folgendes passieren, die schieben die Preise wieder hoch. Und in der Regel, wenn das jetzt mal hier unten das Volumen wäre, sieht das eben so aus. Wir haben hier Volumen Nummer 1. Am ersten Tag, komm, ich mache das mal in einer anderen Farbe. Wir haben jetzt hier folgenden Tag. Das ist unser Volumen. Steigt von mir aus zum Vortag, steigt das an. Am nächsten Tag steigt es wieder an. Am dritten Tag steigt es wieder an. Wir haben also jetzt hier diese drei Distributionstage. Und jetzt kommen diese Aufwärtstage wieder. Und meistens, was passiert? Kleines Volumen. Also das Volumen bleibt dann darunter und dann kann zum Beispiel eben wieder hier so ein Tag kommen, es geht runter und sofort geht auch das Volumen wieder über den Vortag. So, und das kennzeichnet also diese Distributionstage. Diese Regeln, die haben wir ja nicht selber aufgestellt und haben es auch nicht erfunden, sondern das haben die Jungs gemacht von Investor Business Daily. Das sind wo ja auch dieses Buch ursprünglich herkommt, wie man mit Aktien Geld verdient von ich weiß gar nicht, wie der Vorname jetzt ist, von O'Neill auf jeden Fall, ne? Also der diese Ken-Slim-Methode entwickelt hat. So, und die haben natürlich eine Menge Untersuchungen gemacht und deswegen haben die festgestellt, wenn du in einem Zeitraum von 25 Handelstagen, und wir haben ja gesagt, okay, 25 Handelstage, danach fallen die dann dahin, fallen die ersten schon wieder weg. Also wenn du jetzt sagst, du hast heute einen Distributionstag, in 25 Handelstagen fällt der weg, dann ist der, wird der gelöscht. So. Wenn du aber also ein Cluster hast, also wenn du 4, 5, 6 Tage hast innerhalb dieser 25 Tage, dann zeigt das schon sehr, sehr signifikant, dass die großen Institutionellen verkaufen. Und meistens ist es auch gar nicht, finde ich, so wichtig, dass man sagt, ah, da war jetzt am so und so vielten einer und am so und so vielten war einer, sondern wenn ihr ganz einfach mal jeden Tag hergeht und schaut euch diese Distributionstage an, dann bekommt ihr ein Gefühl für die Märkte. Ihr könnt auch mal hergehen, könnt große, wichtige Aktien nehmen. Das Beispiel Apple ist sensationell, also das ist lehrbuchmäßig, ne? Das Chart zum Ausdrucken abhängt. Die teuerste Aktie der Welt, jeder hat sie, jeder redet positiv über die. Also es gab nichts Negatives. Wer will denn schon was über Apple sagen, wenn bei denen jeden Tag ein LKW voller Bargeld kommt? So, super Unternehmen. Aber du hast richtig gesehen, wie dort verkauft wurde, wie die großen Jungs dort abgeladen haben. Und das kennzeichnet eben so eine Umverteilung und die muss stattfinden. Und deswegen, wenn du selber jetzt jeden Tag ganz kurz einfach schaust, sind diese beiden Kriterien hier eingetreten? Haben wir gegenüber dem Vortag 0,2% verloren und haben wir steigendes Volumen, dann ist das ein Distributionstag. Und indem du dir das Tag für Tag aufschreibst, ne, einfach sagen, okay, Distributionstag oder kennzeichnet dir das im Chart durch eine Linie oder was weiß ich, ne, dann bekommst du dieses Bild, was wir euch auch im letzten Video gezeigt haben, nämlich, dass du das gesehen hast, okay, so häufig treten die dann auf. Und wenn eben zu viele auftreten, wie gesagt, wir haben das ja gesehen, dass ich glaube, über 20, in den letzten Monaten über 20 solche Distributionstage aufgetreten sind, im S&P, im Nasdaq, in einzelnen großen Aktien, dann siehst du einfach, dass die großen Jungs dort wahnsinnig abgeladen haben. Und dann bekommst du ein Gefühl dafür, wo du sagst, oh, hier stimmt irgendwas mal nicht. Und wenn du das dann kombinierst und das dann sagst, ah, wie sieht denn die Advanced Decline Line aus, wie sieht die Marktbreite aus, die neuen Hochs, neue Tiefs und so weiter und so fort, der Wix, dann bekommst du eigentlich ein recht gutes Gefühl, wann es gefährlich wird. Und dann überraschen dich eben solche Tage wie im S&P, wo es dann so nach unten durchgeschlagen hat, das überrascht dich dann nicht mehr, weil da hatten die großen Cleveren, die hatten schon abgeladen und die haben dann quasi den Stöpsel gezogen und gesagt, so, und jetzt lassen wir es laufen. Und dann lief es eben. Und alle, die dann hier immer in diesen Hochgängen gekauft haben, ne, die sahen sich plötzlich mit Tiefkursen konfrontiert und mussten dann abgeben. Ich hoffe, das bringt jetzt noch mal ein bisschen mehr Verständnis für euch rüber zu diesen Distributionstagen. Komischerweise, es gibt für die Unterseite Akkumulationstage gibt es nicht. Ne? Also da haben wir noch keine vernünftige Definition gefunden. Wenn ihr eine kennt, dann schreibt mir mal oder schreibt es in die Kommentare, dann ist das sicherlich für alle interessant, aber es geht besser auf der Oberseite. Es gibt ja so verschiedene Indikationen, manche sind besser für die Unterseite, manche besser für die Oberseite. Distribution Days, Distributionstage, definitiv besser für die Oberseite. Das war's, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Denkt dran, passt auf euer Geld auf, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut, bye bye.